Herzlich willkommen zu Folge 43 von der Banner Saga. Ich bin dein Simon S. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir müssen hier nochmal eine Kleinigkeit wiederholen. Wenn ich es mal, weil es an der Stelle gespeichert hat. Wir sind wieder bei der Gruppe um Rook. Offenbar will jeder zur Hauptstadt in diesen Tagen, sagt die Bäckerin des kleinen Dorfes. Aber ich rühre mich nicht vom Fleck. Wir haben hier genug zum Überleben, auch wenn der König den Handel abgibt. Du prüfst die Sehne deines Bogens und hörst dem Mann nur mit einem Ohr zu, als Haakon sich nähert. Die Bäckerin, die die Anwesenheit von Noval nicht gewohnt ist, verstummt und weicht zurück. Gerade gedacht, ob ich mich bei Bäckerin verlesen hätte, aber das ist einfach falsch. Wir hören der Frau nur mit einem Ohr zu. Die Hauptstadt ist nur noch wenige Tage entfernt, sagt Harkon. Ich weiß, ich würde gern glauben, dass wir es ohne weitere Probleme schaffen, aber das war nicht unser Glück. Es bringt nichts zu glauben, dass sich die Dinge jetzt ändern würden. Du lachst kurz, aber dir entgeht nicht der distanzierte Blick, mit dem Harkon die Zelle der Wahlmuster. Frage mich, wie die alten Könige wie Troster und Skrymir an meiner Stelle, was sie an meiner Stelle tun würden. Ich glaube, wir bestärken ihn mal. Ich habe die Hälfte meiner Leute im alten Wald verloren. Wie Ivor schon sagte, du kannst dich nicht auf einen Angriff einer Riesenschlange vorbereiten. Nicht einmal die alten Könige hätten das gekonnt. Halte sie einfach am Leben, egal was in Oberon geschieht, beschütze deine Leute. Dagon sieht dich an und die Verwirrung weicht aus seinem Gesicht. Holen wir, was wir brauchen und gehen wir. Vielleicht ist es ja wirklich so leicht, wie es bei dir klingt. Wäre schön. Du lächelst die Wahl aufmunternd an. Mehr kannst du nicht tun. Und das Gespräch noch mit Nid. Nids Jungen beenden gerade ihr Mahl und beginnen zu spielen, als du dich hier näherst. Bekommen Sie genug zu essen? Glaub schon, Sie haben noch genug Energie, um Ihren Schwierigkeiten zu kommen. Das ist das Beste. Hoffentlich können Sie Ihre Kindheit lang genug genießen. Ich weiß nicht, wie man die Kindheit in der Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind, nennen soll. Genießen würde ich es jetzt nicht nennen. Aber gut, wir hoffen, dass Sie aufwachsen können. Das hoffe ich auch, sagt Ned. Sie gibt dir keine Gelegenheit abzulehnen, stattdessen gibt sie dir einen Löffel, eine Schüssel voller gekochter Eier. Das musst du unbedingt probieren, es ist ein Familienrezept. Du nimmst einen Happen, sie sind gut, aber du schmeckst nichts Besonderes. Was denkst du? Sie schmecken einfach wie Eier. Ja, also wir sind ja eigentlich sehr ehrlich drauf, aber ich glaube, in dem Punkt ist es, denke ich, okay, wenn wir die zweite Antwort nehmen. Wirklich gut nicht. Ich denke, deine Familie hat da was entdeckt. Das würde ich, glaube ich, weglassen einfach. Ich würde einfach wirklich gut nicht sagen, aber tatsächlich, das denkst du wirklich? Ja, vielleicht kannst du ja einen Laden in Oberon eröffnen. Die Bogenschützen sieht sehr amüsiert aus. Bin froh, dass du sie magst, aber es sind wirklich nur Eier, kocht wie alle anderen auch. Meine Mutter hat dieses Familienrezept immer bei uns Kindern eingesetzt, wenn wir nicht essen wollten. Sie wollte dich zum Essen überreden?
Wir hätten alles gegeben, um uns groß zu ziehen und zu ernähren und uns aus Schwierigkeiten rauszuhalten. Jetzt mit meinen Jungs verstehe ich, warum. Bin sicher, du hattest mit Alette damit was zu tun. Bin sicher, du hattest mit Alette damit was zu tun, aber noch mehr mit dieser Karawane jetzt. Bezweifle, dass es irgendwas gibt, das du nicht tun würdest, um alle am Leben zu halten. Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Denkst zurück an all die Entscheidungen, die du jemals in deinem Leben getroffen hast. Wisse, dass wir es verstehen und es zu schätzen wissen. Vielleicht. Danke, Ned. Ja, also wir haben eine gute Moral, wir werden also nicht schlafen. Also die beiden sind wieder in sehr weite Ferne gerückt. Da wird es halt die Problematik haben, dass das Eiber weg ist. Und Eivind auch. Ich weiß noch gar nicht, wen ich noch weiteres mitnehmen möchte. Ja, wir können Nid vielleicht noch mitnehmen, aber die sind beide so schwach, also stärkemäßig auch so schwach, dass sie einfach nicht wirklich Schaden anrichten. Vermisse Alette. Alette hat wirklich Schaden gemacht als Fernkämpferin, als Bogenschützin. Ziehen wir weiter. Die Wagen setzen sich gerade in Bewegung, als ein Mädchen ruft nur das Papa. Du drehst dich um, um zu erfahren, was dort vor sich geht. Von Osten, woher ihr gerade kommt, kommen zahlreiche vermisste Clanmitglieder. Kämpfer und Wahl. Ist das Rucker? Fragt jemand. An der Spitze der Gruppe findet sich der ehemalige Statthalter von Birsgard. Ehemänner laufen zu ihren Frauen und Kinder kreischen vor Begeisterung über das Wiedersehen mit ihren Eltern, die sie für tot hielten. Du gehst ebenfalls zur Gruppe, um sie zu begrüßen. Aber Rucka erhebt seine Hand, als du dich näherst. Das wird unangenehm. Es ist wie immer schwierig, aus dem Gesichtsausdruck der Statthalter schlau zu werden. Daga schweigt wie üblich. Du hast mir hoffentlich noch was übrig gelassen, Rook. Hättest du nicht einfach beim Angriff der Schlange sterben können? War das zu viel verlangt? Dich kann man offensichtlich auch nicht leicht töten. Vergiss das nicht. Deine Stimme klingt nicht wirklich bedrohlich, aber auch nicht freundlich. Du überlegst, was du als nächstes sagst. Aber mich würde interessieren, was denn geschehen ist. Könnte dich dasselbe fragen, Daga und ich wollten ein paar Familien vor der Flucht retten. Du siehst den stummen Wächter an, aber er bestätigt oder dementiert die Geschichte nicht. Der alte Wald war wie ein Irrgarten, aber wir sind schließlich entkommen und haben unterwegs immer mehr Leute aufgelesen. Wir haben auf dich gewartet, bis wir fast keinen Namen mehr hatten. Ich habe alle hart angetrieben und nur ein paar Männer nach Tolia wegen Vorrede geschickt. Wie bei uns, aber unsere Kundschafter sind nie zurückgekehrt. Rucker kratzt an der Narbe an seinem Nacken. Das ist merkwürdig, bei uns auch nicht. Aber hier sind wir und die meisten leben noch. Musst du dich ausruhen, bevor wir weiterziehen? Das ist Sache der Clanmitglieder und Kämpfer. Ich bin nur ein bescheidener Diener. Er klingt merkwürdig, als ob er seine Aussage einstudiert hätte, zusammen mit diesem nervtötenden Grinsen. Ich bin sicher, ihr könnt alle ein bisschen vertragen und auch ein paar Stunden schlafen. Wenn es das ist, was sie wollen. Du schaust Daga an und erhältst nichts als einen steinernen Blick,
als Reaktion. Ja, dann, ich würde trotzdem sagen, dass wir uns dafür bedanken, auch wenn wir nicht leiden können, ist es sicherlich gut, dass er die Gruppe hierher geführt hat. Unser Clan, sind wir das wirklich ein Clan? Glaube es oder nicht, das ist genau, was wir sind. Nehmen wir an, wir werden es erfahren. Wir werden nicht die Einzigen sein, die in Oberang Schutz suchen. Familien haben ein sehr gutes Gedächtnis. Das kann Generationen andauern. Sei nicht überrascht, wenn belanglose Streitigkeiten und böses Blut an der Tagesordnung sind. Ich werde mit einigen der anderen reden. Bevor du, Saga bewegt sich leicht, du bist überrascht, so eine kleine Veränderung dich aufschrecken lässt. Es ist nicht so, dass du ein schlechter Mensch bist, Luke. Aber du hast ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Auf den Schiffen, in den Sümpfen, in Lunda, beim Abholen, sogar im Altmarkt. Mich würde tatsächlich interessieren, welche. Weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir da perfekt durchgegangen sind, immer die richtige Entscheidung getroffen haben. Aber es ist natürlich auch sehr leicht, zu meinen, das so allgemein und nicht zu wählen, welche. Weil dann könnte man ja drauf eingehen. Welcher Clanführer lässt die Hälfte seines Volkes zurück, verstreut und verängstigt? Du bemerkst jetzt, dass die Kämpfer hinter ihm versammelt haben, sich hinter ihm versammelt haben. Du bist eine Gefahr für diese Leute. Aber du verstehst, wieso du sterben musst. Kommt jetzt zum Kampf. Daga stürzt auf sich zu, aber ein Pfeil bohrt sich in sein Schild und unterbricht seinen Angriff. Wenn du in defensive Haltung einnimmst, nickst du Ort zu, wie ein Pfeil bei deinem Pfeil auflegt. Also haben sich jetzt die Krieger, die er mit aufgesammelt hat, hinter sich ihm versammelt. Bin ich mal sehr gespannt. Also wir werden auf jeden Fall Morgon Harkon mitnehmen. Wir werden Skellern mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich noch. Ich glaube, ich nehme noch Chris mit. Und die können wir alle nicht nutzen, das ärgert mich. Rüstungsstamm geben mal Harkon. Aber den Kampf machen wir in der nächsten Folge. Ne, bevor wir jetzt. Sonst wird es so eine ewig lange Folge. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.